Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Und ja, ich bin immer noch krank. Aber nicht mehr so extrem wie bei der letzten Aufnahme. Weil bei der letzten Aufnahme war... In meinem Kopf hat sich immer noch nichts geändert. Aber bei der letzten Aufnahme war es echt extrem, habe ich gerade vorhin gemerkt, als ich mir das letzte Stückchen vom letzten Part angeguckt habe. Und zu wissen, was ich machen wollte. Ich war letzte Woche Montag. Wir haben heute übrigens den 11.04.2014, wollte ich gerade sagen, 2016. Und, genau, ich war am Montag beim Doc. Und ich habe eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ja, dann habe ich dann bis Samstag Antibiotika genommen. Und so komische grünen Tabletten irgendwie, die auch gegen Nebenhöhlenentzündung sind. Ja. Und die muss ich jetzt noch bis Mittwoch oder Donnerstag nehmen. Ja. Und dann weiß ich nicht, was dann ist, wenn das immer noch da ist. Keine Ahnung. Aber ich habe mindestens ein Nasenloch immer frei. Das ist sehr schön. Und hustentechnisch habe ich eigentlich fast gar nichts mehr. Ja. Ich merke gerade, dass mein Bildschirm irgendwie dunkel ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich auch gleich gar kein Bild mehr, aber egal. So. Jetzt viel Gequatsche, bla bla bla. Was wir vorhatten. Ich werde das jetzt gerade nochmal wiederholen. Und zwar wollten wir jetzt hier oben die paar Trainer noch fertig machen, die wir beim letzten Mal nicht gemacht haben, weil wir Angst vor denen hatten. Danach gehen wir hier unten rechts in das Gebäude in Lavandia. Ich sag mal Lavandia. Dann möchte ich noch gerne den Mondstein unserem Alex geben. Ich weiß nicht, ob das der Mondstein ist. Ich glaube aber schon. Und dann gehen wir weiter nach links und setzen unsere Reise fort. Aber wir machen jetzt erstmal hier oben. Sind wir bei dem gestorben? Ich weiß es nicht. Och Mann. Wir haben ihn auf jeden Fall das letzte Mal bekämpft. Pokémaniac. Scheiße, und ich weiß immer noch nicht, was da jetzt gut ist. Aber gegen Boden ist Pikachu, glaube ich, nicht so geil. Oder Donnerblitz? Hat man vielleicht gehört. Ja, ist ja gut hier. So, das zeigt natürlich wieder übelst. Natürlich. Ach ja, stimmt. Wir haben ja Magnetilo. Und wir haben umbenannt. Stimmt. Was war denn gut gegen Boden? Komm, ich... Wo ist eigentlich Alex? Alex ist gegen Magnetilo ausgetauscht worden. Stimmt hier. Den müssen wir auch noch zurückholen. Weil ohne Alex sind wir aufgeschmissen. Komm, ich nehme an Dave. Die kriegt jetzt wahrscheinlich schön auf die Fresse. Nee. Fußkick. Ist das gut? Nein. Dave ist tot? Nee, doch nicht. Okay. Ich weiß ja alles nicht mehr, wie was hier war. Das ist schon wieder so lange her, dass ich aufgenommen habe. Und ich war eben gerade duschen. Auch sehr angenehm. Was ist ausgerichen? Ausgerichen. Alles geht hier daneben.
mach doch mal hinne. Oh, Dave erreicht Level 23. Sehr schön. Ein Fleckmon. Ich bleib mal bei Dave. Auch Level 20. Oh. Schlag mich jetzt bitte nicht, wenn das falsch ist. Ach, du mit deinem Kackaussetzer. Ja, ist okay. Wollte ich eh nicht machen. Da. Habe ich mal was richtig gemacht. Okay. Pokefickieck. Nein, mein Pokémon! Wurde besiegt von uns. Weil wir alles drauf haben. Ich gehe mich nochmal heilen, beziehungsweise ich hol auch mal Alex. Ah, hier ist ja diese Drecksmusik. Ah. Erstmal heilen. Mir ist ein bisschen kalt. Ich bin halt noch nass auf dem Kopf. Fenster ist zwar zu, aber ich habe hier 17 Grad bei mir im Zimmer. Aber nachher, wenn ich pennen gehe, wir haben jetzt übrigens 20.09 Uhr. Wenn ich nachher pennen gehe, in 2-3 Stunden, mache ich das Fenster auf, weil ich mag das, wenn das kalt ist bei mir im Zimmer. Also beim Pennen. So, Bild-PC, genau. So. Mitnehmen. Ja. Ablegen. Magnetilo. Mitnehmen. Stimmt ganz unten. Da ist es. Mitnehmen. Also auch 26. Ich dachte, er wäre irgendwie 28 oder so. So. Und Jan möchte ich gerne noch ein Item mitnehmen. Aufnehmen. Mondstein. Macht man das mit Mondstein? Oder haben wir noch andere Steine? Nö. Dann macht man das, glaube ich, mit Mondstein. Okay. Da wurde sich nämlich drum gekloppt bei mir. In den Kommentaren. Warum ich dann noch nicht meinen Alex entwickelt habe. Da habe ich gesagt, yo. Weil ich davon keine Ahnung habe. Und deswegen werden wir jetzt den guten Alex entwickeln. Ah, no. Gut. Da, Alex hier unten. Hey, Alex entwickelt sich. Oh, dann sieht das endlich nicht mehr so schlimm aus, ey. Richtig schön, wenn wir jetzt immer Alex holen. Okay. Wenn ich das hier jetzt gerade so sehe, KP Plus können wir auch noch irgendwie verballern. Wer denn hier am wenigsten? 58 hier. Dave. Wird eh wieder nur um 1 höher. War das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht, egal. Ich muss mal gerade gucken. Ja, 59, okay. Ein KP! Wofür braucht man so Kack-Item? Pokéball. Pokéball können wir uns eigentlich auch mal wieder kaufen. Äther. Helix-Fossil. Paraheiler. Aufwecker. Bootsticket-Angel. Superball. Oh, Superbälle haben wir gekauft. Okay. Und Supertränke. Haben wir bestimmt hier alles in Lavandia gekauft. Ja, dann
machen wir mal mit dem Kämpfen hier weiter. Sehen wir mal, mal gucken, wie wir hier noch treffen. Wir gehen hier lang. Dann können wir euch direkt alle abgrasen. Was ist hiermit eigentlich? Habe ich da schon ein Item rausgeholt aus dem Bäumchen? Anscheinend. So, was mit dir? Okay, gegen die haben wir schon, oder was? Ja. Ein Wanderer? Ja, der hat bestimmt Kleinsteins und Onyxes. Ein Kleinstein. Level 21. Dennis kann ja nicht viel reißen. Machen wir Dave. Ah, nee, Christoph. Was war ein Christoph nochmal? War ein Glutexo, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, gut. Gegen Stein. Feuer gegen Stein. Meine ich mal. Ja, dann können wir die Ihmchen hier. Leute, ey. Oh, Gott sei Dank. Das ist so. Dennis erreicht Level 27. Sehr schön. Jetzt ist Dennis endlich mal wieder der Stärkste aus der Truppe. Christopher Helse. Yay! Nice. Ein Onyx. Ich lass mal Christoph draußen. Auch 21. Hm, Glut. Ich meine, das wäre ganz gut gewesen. Ja. Nicht effektiv. Ach, komm, hör mir auf mit deinem Kack-Klammergriff. Eins. Willst du noch eins abziehen? Okay, er hat zwei abgezogen. Oh. Ey, dass sie für so eine Attacke so einen Aufwand betreiben. Hier, Dave. Bitte. Das Lustige ist auch, normalerweise könnte man das Pokémon noch gar nicht zurückholen, wenn es geklammert ist oder nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Ach doch. Ach, ich versuche es nochmal mit Fußkick. Sehr schön. Ich check nicht, warum so stärkere Attacken gegen Stein gut sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Yay, wir haben den Wanderer besiegt. Ha 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 ha. Stand da gerade Tachi am Ende? Ganz merkwürdig hier. So, was mit dir hier? Ah, das ist schon der letzte. Ja, die hätte ich auch beim letzten Mal machen können. Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Oder so. Noch ein Wanderer. Bestimmt wieder mit Kleinstein und Onyx. Ein Onyx. Ah! Level 19. Ah, nee, Glutex hole ich jetzt nicht nochmal raus. Na komm, Dave. Ich muss gleich nochmal durchsortieren. Och, hör mal mit dem Kack-Klammergriff auf, Junge. Wie greift weiter ein und zieht dir ein KP ab. Und es dauert 5 Minuten, bis der mal 5 KP abgezogen hat. Dankeschön. Fußkick. Bitte. Danke. Kreideschrei, ja, ja. So, jetzt bin ich Onyx und ich mach wieder Finale. Ich musste gerade nachdenken, wie das heißt. Ein Georock. Mal was anderes. Nein, Dave bleibt draußen, aber Georock kann auch fucking Finale. Fußkick. Dave! Ein Igla. Das ist okay. Das kannst du ruhig machen. Ah, schön. Steinwurf ist nicht so schön. Mach ihn tot. Georg ist ausgewichen. Dafür bin ich jetzt nochmal dran. Und du bist tot. Oh, ich muss mich mal gleich hier auch einigeln, ey.
Decke und so liegt ja hinter mir. Aber jetzt gerade habe ich da noch keine Lust drauf. So, wie gesagt, tun wir jetzt uns nochmal heilen.